Ein neuer Tag! Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da draußen, da ist voll der Schneesturm. Und es hat extrem viel geschneit. Also wirklich voll viel. Es ist alles weiß. Aber ich glaube, ihr seht es nicht, wie krass das da draußen der Schnee fliegt. Das ist voll heftig. Ja. Au, jetzt. Ich habe eben gerade noch drüber nachgedacht. Ja, ich bin über diese Bauglötze gestolpert. Und vorhin habe ich noch gedacht, gefährlich, gefährlich. Ich hatte das ja schon immer mit Hundespielzeug, dass ich immer da draufsteige und dann au, au hab. So, Hunde müssen raus, dann können wir eh gleich mal gucken, wie es da draußen aussieht. Hundis macht gelben Schnee. Wir brauchen mehr gelben Schnee. So, dicke Gummistiefel. Hoppa. Ja, die Fußmatte ist weiß. Okay. Ja, gestern sah es noch ein bisschen anders da aus. Boah, da ist echt ganz schön Schnee auf dem Auto. Da auch. Brutal. So, genau, wir müssen da rein. Die Lampe runter, sehr gut. Wieder zumachen, sonst ist noch mehr Schnee drin. Puh, schau dich das mal an. Selbst der ist nach weiß. Am Fenster weht der Schnee. Aber nicht schlecht. Boah, schön. Eigentlich schön. Aber noch kein Vergleich zu vor 4 Jahren, 3 Jahren. Das war heftig. Das ist zwar auch schon viel, aber nicht so viel wie vor 3 oder 4 Jahren. Oh, du hast Semmel mitgebracht, Ich habe weißt du? Semmel mitgebracht. Ja, Da sind noch fällt mir eingefroren, ein, aber. in der Badewanne ist noch Teig. Noch Teig? Hol dir das mal. Ja! In der Badewanne ist unser Teig. Deswegen riecht's hier so. Schauen wir mal. Da ist er. Zwei. Teig, 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 Teig. Wir haben gestern Teig gemacht. Der musste jetzt über 12 Stunden ziehen. Darf man den dann schon zeigen? Aber dann fällt er zusammen, oder? Ach so. Ja, lass mal lieber noch zu. Wenn die Semmeln fertig sind, können wir es in den Ofen tun. Oh ja. Boah, der ist voll aufgegangen. Boah. Boah, die Schild. Boah, das ist krass. Okay, der ist richtig krass aufgegangen. Schaut mal hier, Leute, das ist ja, boah, Wahnsinn! Das ist Schneesturm. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da draußen würde ich jetzt nicht stehen Die zum wollen. Beispiel irgendwo in der Stadt wohnen, zum Beispiel in Frankfurt oder so, sagen, boah, krass, die in Österreich sagen, was ist das? Ja, das Was soll stimmt. ich damit? Ja, aber es ist nicht viel Schnee, aber es ist so windig. Und es weht den ganzen Schnee vom Dach runter. Boah, es ist schon echt ordentlich windig. Und hört. Das ist schon krass. Also der Schnee peitscht einen so richtig schön ins Gesicht. Also nee, das ist nichts für mich. Ich bin raus. Da sitzt ein Huhn auf dem Zaun. Ich dachte erst, was ist das denn? Beziehungsweise ein Hahn. Was ist mit dem los? Sitzt der da wirklich einfach nur? Oder hat er ein Problem? Das Bedürfnis, ganz kurz hinzugehen. Guck mal, da kommt der Schnee vom Dach. Oh, ist der Schnee hoch. Gehst du da? Kannst du da weggehen? Hey, was ist mit dir los? Hallo? Okay. Ja, das schafft er schon. Oh, Alter, guck mal. So, Oskar, dann gucken wir mal zu, wie der Papa das Brot macht. Papa macht Brot. Der Bräter ist schon heiß, gell? Ja, der hat schon gedampft, als ich ihn rausgeholt habe. Krass. Na, dann schauen wir mal, ob du den. Ich bin zu nah dran. Du den Teig da reinkriegst. Boah, guck mal, wie der aufgegangen ist. Ja. Krass.
Die Schüssel war fast zu klein. Das habe ich doch gesagt gestern. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie am Rand lösen. Ja. Klingt ja schon fast wie Brot. Schon fertig, oder? Ich finde es so krass, dass da jetzt eine Stunde 250 Grad in den Ofen. Na, schauen wir mal, wird schon schief gehen. Gut, der ist schon sehr feucht, gell, wegen dem ganzen Wasser. Wir haben auch jetzt nur Mehl, Wasser, Hefe, mehr haben wir nicht, gell? Richtig. Nur wir wollen, dass der Oskar mit essen kann, weil das Problem ist, Kinder unter 1 sollen kein zusätzliches Salz essen und in jedem Brot ist Salz drin. Und das ist eigentlich nicht so gut, weil die Nieren das noch nicht verarbeiten können, haben wir gelesen. Oder du hast es, glaube ich, eigentlich als ein Teil reinplumpsen lassen, kann es sein? So habe ich das verstanden. Echt? Ja, du solltest das so zusammen an den Rand schieben, dass du das dann als ein Teil reinplumpst, oder? Nee, du hast irgendwas vorgelesen vom Rand zur Mitte oder irgendwas. Ja, genau. Aber als ein Stück rein stand da jetzt nicht. Nee, gut schon, passend. Ja, genau, deswegen ist es immer. Weil der Oskar isst eigentlich voll gerne mal so ein Stückchen Brot. Aber da ist immer Salz mit drin. Jetzt haben wir gesagt, wir probieren mal selber backen. Ohne Salz. Nicht dran langen. Nicht dran langen. Vergessen hast, dass hier heiß ist. Boah, das wird ein Riesenbrot, ey. Das ist ja auch ein Kilo Mehl. Also ich habe gelesen, dass ein Kilo Mehl fast 2 Kilo Brot ergibt. Also 1,8 oder so. Aber woher kommt das? Weil es durch die Hefe aufgeht. Ja, aber es kann ja auch nichts, nicht Wasser nicht zunehmen. Es wäre ja so, wenn du nicht essen würdest. Ja, wir wiegen es, wenn es fertig ist, okay? Ich bin gespannt. Okay. Und also, die Kamera nicht Wasser, vergessen. Wegen dem Wasser natürlich, klar. Oh, verdammt, aber dann, der auch wieder. Ja, aber das sollte ja dann nicht ein ganzes Kilo sein. So, das sieht doch ganz gut aus. Ja, doch. Deckel drauf. Der Deckel sieht drauf. Gut, ja schon hier voll die Kuh aus. Ja, also ich bin mal gespannt, wie voll der Bräter dann ist, wenn der rauskommt. Ob der reicht. Ich bin wirklich gespannt. So. Ja, ich denke, reichen schon. So, tschüss, liebes Brot. Wir hätten hier eigentlich rausholen sollen. Was? Echt? Achso. Ja, sonst verbrennt es doch. Wenn es so lange da drin liegt. Stell den Bräter quer rein. Ja. Voll. So, eine Stunde später. So, ich gehe jetzt ins Auto, weil wir die letzten paar Tage immer Probleme mit der Batterie haben. Habt ihr ja mitbekommen in einem Video schon. Und wir haben jetzt so ein bisschen den Verdacht, weil wir haben hier einen Custom-Radio da drin. Und zum einen bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem Radio. Vielleicht ist dann doch das Standardradio doch ein bisschen besser. Und zum anderen habe ich irgendwie das Gefühl, vielleicht zieht das ja Akku, also die Batterie leer. Und deswegen möchte ich jetzt ausprobieren, ob das vielleicht am Radio liegt. Deswegen nehmen wir das jetzt mal raus, das Radio. Das geht eigentlich relativ fix. Und wieder das Originalradio rein. Und ja, genau. Geht eigentlich schnell. Aber das machen wir jetzt mal. Das sieht irgendwie lustig aus, als hätte das Auto so eine Schaumschicht oder so. Auf jeden Fall ist es jetzt draußen ein bisschen ruhiger geworden, nicht mehr so krass windig, aber nichtsdestotrotz. Jetzt vielleicht ein bisschen das Auto freiräumen, vielleicht auch einmal ein, zwei Bahnen Schnee schippen. Und ich weiß nicht, wie viel das Dach aushält. Eigentlich soll das Dach ein bisschen was aushalten, ja, irgendwie 1 Meter je Quadratmeter, aber trotzdem werden wir vielleicht ein bisschen Schnee vom Dach runterholen, weil wir wissen ja nicht, wie es die nächsten paar Tage wird. Es ist immer noch windig. Igitt. Scheiße. Einfach nur bläh. So. Hier ist das Radio, das muss jetzt raus. So, fertig. Ja, altes Radio ist wieder drin und es funktioniert auch noch. Gott sei Dank. Neues Radio, in Anführungszeichen, ist wieder draußen. Ich muss jetzt nur den CD-Wechsel durchladen. Genau, und ja, irgendwie sieht das besser aus. Ich weiß auch nicht. Das ist schon witzig. Original ist halt einfach irgendwie doch immer am besten und Bose ist ja einfach auch eine gute Marke. So, dann wollen wir mal Schnee schippen.
So, jetzt haben wir ein bisschen Schnee geschippt. Kann man wieder gehen. Man konnte schon wieder gerade schippen. Naja, gut. So, aber ich habe jetzt den Schnee vom Dach runter. Ja? Also das ist wirklich echt viel Schnee. Ich komme leider nicht bis hinten hin, aber die Hälfte des Dachs konnte ich immerhin vom Schnee befreien. Sonst muss ich von da oben vom Fenster aus irgendwie schieben oder vielleicht auch hochkraxeln. Mal gucken, möchte ich eigentlich vermeiden, aber ja, ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Und da sieht man, da ist ganz schön Schnee runtergekommen. Nicht schlecht. So, okay, rein. Ist kalt. Ich habe genug für heute Schnee geschippt und gemacht.